Gegenstandsnummer SCP-3992. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-3992 ist eine Sammlung von Halloween-Gesichtsmasken für Kinder, die eine breite Auswahl von Monstern des Halloween-Themas darstellen. Die Instanzen sind aus einfachem Plastik, Farbe und Schnur gefertigt. Jede Instanz trägt ein Etikett mit der Aufschrift Wondertainments verrückte Halloween-Spaßmasken im Inneren. SCP-3992-Instanzen zeigen keinerlei anomale Eigenschaften, wenn sie von nicht-anomalen Individuen getragen werden. Wenn sie von einer anomalen Entität angelegt werden, wird diese den Anschein erwecken, sich in eine erwachsene, humanoide Gestalt mit unterschiedlichem Aussehen zu verwandeln. Jegliche getragene Kleidung wird sich dem Anschein nach in ein Kostüm verwandeln, das zum Aussehen der SCP-3992-Instanz passt. Bei Entitäten, die keine Kleidung tragen, wird entsprechende Kleidung augenscheinlich einfach manifestiert. Zur Klarstellung: Anomale Entitäten, die SCP-3992-Instanzen tragen, durchleben nicht tatsächlich eine physische Veränderung. Sie erscheinen lediglich als humanoid. Veränderungen des Äußeren oder manifestierte Kleidung können nicht physikalisch gefühlt werden und betroffene Entitäten verhalten und interagieren mit ihrer Umwelt normal. Dieser Effekt endet, wenn die SCP-3992-Instanz abgelegt wird. Die angenommene äußere Erscheinung von Trägern von SCP-3992 unterscheidet sich erheblich in ihren Körpermerkmalen, inklusive Hautton, Hautfarbe, Größe und Geschlecht. Entdeckungsprotokoll. SCP-3992 wurde am 24.02.2000 in einem Haus in Wisconsin, USA entdeckt. Das Haus wurde von der Foundation wegen des Verdachts auf davon ausgehende anomale Aktivitäten beschlagnahmt. Neben SCP-3992 wurden verschiedene andere anormale Gegenstände entdeckt, mehrheitlich von Wondertainment stammend. Die vorherigen Bewohner des Hauses waren offenbar von dort geflohen und konnten bis heute nicht gefunden werden. SCP-3992 befand sich in einem Karton auf dem Dachboden des Hauses und wurde zwischen anderen Halloween-Dekorationen gefunden. Erwähnenswert ist, dass der Name Stanley auf der Innenseite von SCP-3992-6 einer Vampirmaske geschrieben stand. Aufzeichnungen zeigen ein Kind desselben Namens als einen der vorherigen Bewohner. Das folgende Dokument wurde zusammen mit SCP-3992 gefunden. An unsere treuesten Kunden in dieser gruseligen Zeit. Wir von Dr. Wondertainment würden Ihnen gern zu den Feiertagen ein ganz besonderes Geschenk machen. Für Ihre jahrelange Treue präsentieren wir Ihnen eine ganz besondere Überraschung für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, sich einzufügen. Wir von Wondertainment glauben daran, willkommen zu heißen, was andere für seltsam oder gruselig halten. Zu viele Wunder dieser Welt sind weggesperrt durch jene, die sie einfach nicht verstehen oder sich vor den Abnormalen fürchten. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass es schwierig sein kann, zu akzeptieren, was man ist, besonders in einer mundanen Welt. Deshalb kommen wir mit den wundervollen Neuigkeiten, dass Sie in dieser einen Nacht hinausgehen und das Seltsame und das Fürchterliche feiern können, ohne sich zu sorgen, was andere von Ihnen denken könnten. Für unsere Kunden da draußen, die täglich mit diesen Gefühlen zu kämpfen haben, haben wir uns entschlossen, Ihnen dieses Halloween eine besondere Aufmerksamkeit gänzlich kostenlos zu geben. Eine Kleinigkeit als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihre jahrelange Treue. In dieser Schachtel finden Sie ein komplettes Set von Wondertainments verrückten Halloween-Spaßmasken. Feiern Sie dieses Halloween mit einem so überzeugenden Kostüm, dass Sie sich nicht einmal selbst wiedererkennen werden. Habt Spaß da draußen, Kinder, und versucht euch bei Süßes oder Saures nicht in irgendwelchen dunklen Wäldern zu verirren. Und wenn ihr einen kopflose Gestalt über den Weg lauft, richtet ihm herzliche Grüße von Dr. Wondertainment aus. Wir vermissen dich sehr, alter Freund. Wir hoffen, man kümmert sich gut um dich. Dr. Wondertainment. Anhang 3992-1. Test mit SCP-3992 mit verschiedenen anderen SCP-Objekten wurden vorgeschlagen, um die Bandbreite seiner Effekte bei Benutzung durch anomale Entitäten verschiedener physikalischer Natur zu erforschen. Freigabe wurde erteilt. Test 3992-1-002. Subjekt SCP-2006 in der Gestalt der Creature from the Haunted Sea. SCP-3992-Instanz. SCP-3992-1. Werwolfsmaske.
Ergebnis. SCP-2006 erschien als ein erwachsener Mann in Jeans und einem zerrissenen Karohemd. Ein paar Gummihandschuhe, die Krallenhände mit grauem Fell darstellen, erschienen an den Händen von SCP-2006. Anmerkung: SCP-2006 wurde gebeten, seine physikalische Erscheinung während des Tests zu verändern, um zu untersuchen, ob die Wirkung von SCP-3992 auf die gestaltwandlerischen Fähigkeiten von SCP-2006 reagiert. Verschiedene Veränderungen von Größe, Hautton und Haaren von SCP-2006 traten auf, doch es blieb humanoid. SCP-2006 weigerte sich zunächst, SCP-3992-1 wieder abzulegen, gab aber schließlich nach, als die Forscher versicherten, dass es damit nicht annähernd so fürchterlich aussehe wie in seiner vorherigen Form. Test 3992-2-001. Subjekt: SCP-2662. SCP-3992-Instanz: SCP-3992-2, Hexenmaske. Ergebnis: SCP-2662 nahm die Form einer erwachsenen Frau an und erschien gekleidet in ein Hexenkostüm aus schwarzen Spinnenweben, komplett mit Hexenhut und einem Besenstiel, die zusammen mit den anderen Effekten beim Ablegen verschwanden. Es ist bemerkenswert, dass SCP-2662s Erscheinung weiblich statt männlich war. Es wird angenommen, dass dies mit SCP-3992-2s Erscheinungsbild einer generischen weiblichen Hexe zusammenhängt. Anmerkung: SCP-2662 beschrieb die äußerliche Veränderung als ziemlich unangenehm. SCP-2662 versicherte später, dass seine vorherige Bemerkung auf keinen Fall respektlos oder unsensibel verstanden werden sollte, dass es nichts gegen Frauen habe und diese Kultisten sein können, wenn sie dies wünschen. Test 3992-3-001. Subjekt: SCP-1279-1. SCP-3992-Instanz: SCP-3992-3, Frankensteins Monstermaske. Ergebnis: Instanz von SCP-1279-1 erschien als männlicher Mensch mit grüner Farbe bedeckt und einem Frankensteins Monsterkostüm, bestehend aus einem schwarzen Shirt und Hosen sowie einem zerrissenen grauen Mantel und Schuhe. Dazu ein paar aus dem Hals ragende Metallbolzen. Die Instanz erschien aufrecht stehend auf ihren wahrgenommenen Beinen. Beim Trennen der Entitäten endete der Effekt. Anmerkung: Interessant. 3992 nimmt 1279-1 als anormal wahr, solange es 1279 trägt. Das könnte auch bei anderen ähnlichen Anomalien der Fall sein. Test 3992-4-004. Subjekt: SCP-2980-1. SCP-3992-Instanz: SCP-3992-4, Teufelsmaske. Resultat: Ergebnis: Das physikalische Alter von SCP-2980-1 änderte sich nicht. Alle abnormalen Merkmale und Körperteile von SCP-2980-1 erschienen ersetzt durch Teile eines Kostüms inklusive falschem roten Schwanz und ein paar Ziegenhufen nachempfundener Schuhe. SCP-2980-1 nahm die Form eines Mannes unbekannter Ethnie an, bemalt mit roter Farbe. Anmerkung: SCP-2980-1 nannte die Effekte von SCP-3992-4 ziemlich witzig, aber nichts im Vergleich zum Original. SCP-2980-1 behauptete später, den Namen Wondertainment wiederzuerkennen. Darauf angesprochen gab SCP-2980-1 an, dass der Name eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem eines dreimal entfernten Verwandten habe. SCP-2980-1 gab keine weiteren sachdienlichen Informationen preis. Test 3992-5-003. Subjekt: SCP-2287. SCP-3992-Instanz: SCP-3992-5, Mumienmaske. SCP-2287 erschien nicht länger kopflos, sondern als männlicher Mensch mit einer Glatze. Ein paar grüne Pupillen waren durch SCP-3992-5s Augenlöcher sichtbar. Untersuchungen zeigten, dass sein Mister-Tattoo nicht mehr vorhanden war. Keine körperlichen Veränderungen waren an SCP-2287s restlichen Körper festzustellen, da es keine körperlichen Abnormalitäten aufwies.
Die Kleidung von SCP-2287 wurde durch mehrere Schichten gelbstichigen Leinenstoffs ersetzt, das ähnlich einer ägyptischen Mumie um seinen ganzen Körper gewickelt war. Anmerkung: Erwähnenswert ist, dass die anormalen Eigenschaften SCP-2287 während des Tragens von SCP-3992-5 verschwanden. Ob dies auf seine Herkunft als Wondertainment-Produkt zurückzuführen ist, ist unbekannt. SCP-2287 beschrieb das Tragen der Maske als spaßig und sagte, es wäre nett zu sehen, wie es von der anderen Seite aussieht. SCP-2287 fragt später, ob es möglich sei, SCP-3992-5 irgendwann noch einmal zu tragen. Entscheidung steht aktuell aus. Die Effekte von SCP-3992 könnten nützlich sein, um die anormalen Eigenschaften von SCP-2287 einzudämmen. Test 3992-6-009. Subjekt SCP-956. SCP-3992-Instanz SCP-3992-6 Vampirmaske. Ergebnis: SCP-956 erschien als eine erwachsene kaukasische Frau mit langem rosa Haar. Das Kostüm bestand aus einem schwarzen Umhang und Hosen sowie einer roten Samtweste. Anmerkung: SCP-956 zeigte anfangs keine Zeichen körperlicher Bewegung und verblieb in einem passiven Zustand. Nach einigen Sekunden allerdings sah SCP-956 an sich herab und begann heftig zu wirken. SCP-956 versuchte SCP-3992-6 mit seinen wahrgenommenen Händen zu entfernen. Als dies fehlschlug, begann SCP-956 gewaltsam an SCP-3992-6 zu reißen, bis sie von einer assistierenden D-Klasse entfernt wurde. Anhang 3992-2. Am 29. September 2000 wurde außerhalb von Standort 17 ein Paket gefunden, das an die Foundation adressiert war. Darin befand sich ein zweites Set von SCP-3992, darunter ein Skelett, eine Kürbislaterne, ein Zombie und ein Clown. Die folgende Notiz lag bei: An die SCP-Foundation. Wir sehen, dass Sie mit unserem Produkt spielen und es sehr schätzen. Es ist schön zu sehen, dass Sie andere auf den Geschmack der Feiertage bringen und hoffen, dass Sie auch selbst ein wenig Spaß damit haben. Als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihre rigorosen Tests von so vielen unserer Produkte präsentieren wir Ihnen die neueste Sammlung von Wondertainments verrückten Halloween-Spaßmasken. Das folgende Set ist noch nicht offiziell vorgestellt, doch wir hoffen, es bald rauszuschicken. Wir hoffen, Sie teilen sie ebenfalls mit Ihren Gästen und bekommen erstklassige Resultate. Um ganz ehrlich zu sein, wir machen unsere Produkte, weil viele keine Chance auf eine richtige Kindheit hatten oder auch nur diese einzigartige Zeit des Jahres fahren konnten. Da wollen wir in dieser magischen Zeit, wenn Sie das Gewöhnliche und das Ungewöhnliche mischen, richtig feiern und ein wenig mehr geben. Denn darum geht es doch, oder? Dr. Wondertainment. Persönliche Auswertung. Hallo ihr Verrückten und herzlich willkommen zur Auswertung von SCP-3992. Hui, waren das viele Zahlen. Ich bin ganz verwirrt gewesen beim Lesen. Aber jetzt beim Schneiden habe ich ja die Artikel mit eingeblendet. Dadurch war mir dann auch langsam klar, um welche SCP-Entitäten es sich handelt. Hier handelt es sich auf jeden Fall erstmal um eine Sammlung an sehr generischen Halloween-Masken, die bei ganz gewöhnlichen Menschen und ja, Tieren und so weiter, gar nichts macht. Also wirklich, man setzt sie auf und dann hat man einfach eine Maske auf. Allerdings, sobald eine besondere Entität, eine SCP-Entität, eine außergewöhnliche Entität diese Maske trägt, nimmt sie den generischen Körper dieser Maske an. Also, wenn man eine Mumienmaske trägt, dann hat man plötzlich Bandagen drum und hat den Körper einer Mumie. Aber nur so lange, wie man diese Maske trägt. Sobald sie abgenommen wird, ist man wieder in seiner ursprünglichen Form. Wondertainment schreibt hierzu, dass er möchte, dass jeder ein schönes Halloween hat und natürlich, die SCP-Entitäten werden von der SCP-Foundation eingedämmt und dementsprechend aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und Dr. Wondertainment möchte diesen eben auch die Chance geben, ein wunderschönes Halloween zu feiern und hat deswegen die Masken erschaffen, sodass diese Wesen dann rausgehen können und auch Halloween feiern können. Es ist eine sehr schöne SCP-Akte, muss ich sagen, mit sehr schönen Gedanken dahinter.
Kleiner Fun Fact, vielen Dank nochmal an den Übersetzer, der mir immer so Stichpunkte schreibt. In der vorherigen Version des Artikels gab es sogar eine Banshee, aber die wurde später entfernt, aus welchen Gründen auch immer. Und natürlich kann man jetzt auch überlegen, was passiert, wenn man zum Beispiel SCP-682 diese Maske aufsetzt oder SCP-173, also die Statue und das ja, unzerstörbare Reptil. Verlieren die dann ihre besonderen Eigenschaften? Also wäre das Reptil zerstörbar? Würde die Statue uns nicht mehr töten, wenn wir blind sind? Ich muss auch an dieser Stelle mal sagen, dass ich es sehr schön finde, dass Dr. Wondertainment wieder mal ein paar persönliche Worte an die SCP Foundation richtet. Er scheint ja nun wirklich zu wissen, dass die Foundation seine Artikel eindämmt, untersucht und erforscht und hat denen dann natürlich eine wunderschöne Kiste dazu noch mit neuen Masken gegeben. Und es gefällt mir auch, dass wir mal wieder etwas über die Beweggründe von Dr. Wondertainment erfahren, dass er jedem eine schöne Kindheit schenken möchte, auch denen, die keine hatten, dass sie nun eine zweite Chance bekommen. Und ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan von Dr. Wondertainment und seinen Artikeln. Das war übrigens der letzte Teil des Halloween-SCP-Specials. Ich mag es ja sehr, für bestimmte Motto-SCP-Akten herauszusuchen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war sehr überrascht, dass ich immer noch welche gefunden habe. Hui! Nächstes Jahr wird sicherlich noch ein bisschen anspruchsvoller. Vielleicht werden wir da ein paar SCP-Tales machen. Auf jeden Fall erwartet euch so ein kleines Special nochmal in der Weihnachtszeit. Und nun wünsche ich euch noch ein schönes Halloween und ein frohes Gruseln.